Hallo ihr Lieben, gibt mal wieder eine kleine Ankündigung. Und zwar Painful laden ein zu ihrer Final Release Show nach Freiburg am 25.05. Da ist dann das lang ersehnte Album Nefarious Monarchy, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, auf jeden Fall ist das dann endlich zu haben. Man kann es dann vor Ort auch kaufen und als physischen Datenträger in den Händen halten. Die Vorbestellung lief ja schon jetzt einige Zeit und wie gesagt, es ist jetzt endlich da. Wir waren jetzt schon mit Painful ein bisschen unterwegs und haben auch die ersten beiden Release-Shows quasi begleitet und jetzt in Freiburg kommt es zum großen Finale. Und da haben wir uns gedacht, wir fragen die Band doch einfach mal selber, was so eine Painful-Show ausmacht, warum man da hinkommen sollte. Wer auf ein Painful-Konzert kommt und unsere Texte, unsere Lieder kennt, weiß, dass wir jedes Mal wieder von vorne den ganzen Schmerz unserer Texte, den Leid, den Hass nochmal neu erleben, immer ein Stück mit uns mittragen und das immer wieder für uns neu performen und durchleben. Die Power und die Energie, die dadurch vom Publikum kommt, reißt uns immer mehr mit. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich bin sehr stolz darauf, auf jeden Einzelnen, der kommt. Und ich bin sehr stolz darauf, wenn es Leute gibt, die uns noch nicht kennen und auf ein Konzert von uns kommen. Und ich freue mich sehr, wenn die Energie nicht nur von den Fans zu uns kommt, sondern auch von uns zu den Fans. In dem Sinne, wir sehen uns am 25. Ja, das war Ex von Painful. Ich würde sagen, wir fragen einfach mal Latura. Marcel, das ist eine äußerst gute Frage und ich denke, darauf würde es wahrscheinlich unzählige Gründe geben, warum man sich auf keinen Fall unsere Release-Show entgehen lassen sollte. Aber ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist, dass ihr eine absolut authentische Band auf der Stage erwarten könnt, die mit euch gemeinsam die Hölle losreißen wird. Wir werden richtig abreißen mit euch. Ihr werdet sehen, dass wir mit Leidenschaft und Herzblut dabei sind und vor allem, dass wir euch auch brauchen. Ihr seid unsere Hörer, wegen euch machen wir das. Painful Souls, seid dabei, wir zählen auf euch. Dann haben wir noch den lieben Farax. Moin, was eine Painful Show ausmacht. Ich würde sagen, wir sind schon immer eine Liveband gewesen und die letzten 3 Jahre haben wir wirklich hart daran gearbeitet, unsere Live-Show zu optimieren und auch abzustimmen auf das Nefarious Monarchy. Somit dürft ihr gerne gespannt sein am 25.05. Und zudem muss man sagen, das Line-Up des Abends, wir haben mit einigen Bands schon im Rahmen der Painful Release Show Part 1 und 2 oder auch der Reign of Terror Tour gespielt. Das wird einfach brachial. Und zu guter Letzt den Asteroth. Live erwartet euch ein absolut brachiales Gesamtpaket. Richtig krasse Double Bass Parts, Blast Beats, epische Gitarren, volles Orchester und natürlich eine richtig geile Stimme. Also verpasst es nicht. Ja, wie ihr seht, es gibt keine Ausreden. Es lohnt sich immer zu einem Painful-Konzert zu gehen, besonders jetzt natürlich. Und wir hoffen, wir werden natürlich auch vor Ort sein und wir hoffen, euch zahlreich dort anzutreffen. Kommt gerne auf uns zu, kommt auf die Band zu, trinkt ein Bier mit uns, lasst uns einen geilen Abend haben und wir sehen uns am 25. in Freiburg.